Hallo, liebe Deutschlernende, ich bin's Marco und ja, es ist gerade alles sehr herrlich hier. Die Sonne scheint, ich sage das eigentlich in fast jedem Video, oh, die Sonne scheint, aber es ist wirklich so, es ist toll, dass die Sonne scheint und ich gehe auch bald in Urlaub, deswegen bin ich auch sehr glücklich, ja, ich gehe am Donnerstag nach Prag, ja, ich werde für 4 Tage in Prag sein, aber zum Glück konnte ich es so einrichten, dass ich wahrscheinlich trotzdem auf Nachrichten antworten kann. Also ich glaube, ich kann trotzdem verfügbar sein, wenn ich in Prag bin, damit ihr mich nicht zu sehr vermisst. Ja, also ich werde weniger, also ich werde nur solche Videos machen, ja, ohne Untertitel leider, weil ich ja, viel zu tun habe in Prag. Ich bin auf einer Konferenz. Aber ich werde immer noch aktiv sein. Genau, und ich möchte mit euch heute über den Tag der Deutschen Einheit reden. Na, ein Hubschrauber. Habt ihr euch das Wort gemerkt? Hubschrauber. Oder Flugzeug? Nee, es klingt wie ein Hubschrauber. Wie auch immer. Also, der Tag der Deutschen Einheit. Heute, am 3. Oktober, ist der Tag der Deutschen Einheit. Ja? Und wenn ich meine Serie über die deutsche Geschichte weitermache, dann rede ich natürlich auch über die Mauer und über den Mauerfall und über die deutsche Einigung. Ja? Und zwar habe ich schon darüber gesprochen, dass Deutschland in 2 Teile gespalten war. Ja? In den Osten und den Westen. Und ja, es gab eine ganze Weile lang, über 40 Jahre, eine Mauer und die Mauer ist dann irgendwann gefallen. Und wirklich nach ganz vielen Jahren, nach über 40 Jahren, 1990 wurden dann endlich die beiden Teile wieder vereint. Ja, am 3. Oktober 1990. Ja, da war ich noch nicht mal 1 Jahr alt und ja, und diesen Tag feiern wir heute in Deutschland. Wir feiern, dass Deutschland wieder ein Land ist, vereint, ja, dass es nicht mehr Ost und Westen gibt, und ich denke, das ist auch ein sehr schöner Feiertag. Ich denke, es ist sehr toll, dass Deutschland jetzt vereint ist, weil es war wirklich, da waren wirklich Familien auseinandergerissen. Ja? Müsst ihr euch vorstellen, das ist dann ein Teil der Familie im Osten, ein anderer Teil der Familie im Westen, und die Familien können einander nicht sehen. Ja? Die sind getrennt durch die Mauer, die sind getrennt durch ganz strikte Einreisebedingungen, also fast niemand aus dem Osten durfte in den Westen, das war ganz, ganz schwer. Und so wurden wirklich Familien auseinandergerissen und das war sehr traurig für viele Menschen. Ja, es wäre sehr traurig für viele Menschen, dass sie ihre Familie nicht sehen konnten. Ja? Und das ganze Land war zerteilt. Ja? Und heute, am 3. Oktober, feiern wir, dass Deutschland wieder vereint ist, dass Deutschland ein Land ist. Und ja, das feiern wir heute, und heute ist Feiertag, niemand muss zur Arbeit gehen, außer die Leute, die gerne zur Arbeit gehen und ihre eigenen Chefs sind, so wie ich. Ich bin mein eigener Chef und ich mache diese, weil es mir Spaß macht, und deswegen arbeite ich auch an einem Feiertag für euch. Genau, und ja, das ist der 3. Oktober und ich hoffe, es war informativ. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!